Herzlich willkommen zu unserer Präsentation. Wie stelle ich heute die Jobs in dem Bereich Programme und Software vor? Erstmal möchte ich erklären, was überhaupt der Unterschied zwischen Software und einem Programm ist. Als Beispiel, Windows ist eine Software. Man gibt Input und man bekommt Output. So eine Software wurde mit einer Programmiersprache programmiert. Im Bereich eines PCs ist ein Programm eine Folge von Quellcodes innerhalb einer Datei. Nicht verrückt machen, ein Quellcode sind lesbare Texte für uns. Kennt ihr doch, wenn man F12 im Browser drückt und etwas bearbeiten kann. Programme sind also ausführbare Dateien auf einem PC, Laptop oder einem Handy. Jetzt reden wir aber über den einzelnen Job, nämlich den Programmierer. Wenn ihr euch für eine betriebliche Ausbildung entscheidet, benötigt ihr meist einen Realschulabschluss. Falls ihr aber schon viel Vorwissen besitzt und ihr euch bereits gut im Programmieren auskennt, dann lohnt sich auch eine Bewerbung mit einem Hauptschulabschluss oder sogar ohne Schulabschluss. Bei einer betrieblichen Ausbildung zum Programmierer verdient man im ersten Jahr 830 bis 950 Euro. Im zweiten Jahr variiert dein Gehalt von 900 bis 1000 Euro. Und im dritten Jahr sind es 970 bis 1080 Euro. Nach der Ausbildung könnt ihr mit einem Einstiegsgehalt von 42.000 Euro im Jahr rechnen. Umgerechnet sind das im Monat ca. 3.500 Euro. Programmierer sind in der Lage, Computerprogramme zu erschaffen und Probleme zu lösen. Diese können auf unterschiedlichen Gebieten auftreten, beispielsweise bei Videospielen. Es ist eine Voraussetzung, dass man drei Programmiersprachen beherrscht, als Beispiel Java oder andere. Vor allem muss man teamfähig sein und Kommunikationsstärke besitzen. Jetzt rede ich über den Beruf Softwareentwickler. Ein bestimmter Schulabschluss ist nicht vorgeschrieben. In der Regel wird die Weiterbildung im Anschluss an eine Ausbildung aus dem Bereich Informations- und Telekommunikationstechnik absolviert. Bei einer Ausbildung zum Softwareentwickler verdient man im ersten Jahr bis zu 1000 Euro, im zweiten Jahr bis zu 1066 Euro und im dritten Jahr sind es bis zu 1150 Euro. Nach der Ausbildung könnt ihr mit einem Einstiegsgehalt von 46.000 Euro im Jahr rechnen, monatlich 3.800 Euro. Softwareentwickler, Entwicklerinnen erstellen, testen und dokumentieren Anwendungsprogramme sowie Systemsoftware oder passen bereits vorhandene Standardsoftware an die individuellen Erfordernisse des Unternehmens an. Softwareentwickler benötigen vor allen Dingen das technische Verständnis für informationstechnologische Zusammenhänge. Dies ist die Grundvoraussetzung, zusätzlich zur Beherrschung der gängigen und verwendeten Programmiersprachen. Das war es mit unserer Präsentation. Ich hoffe, wir konnten euch diese außergewöhnlichen Jobs erklären und euch neue Ideen geben. Habt ihr noch irgendwelche Fragen?